Hallo Leute, mein Name ist Sozialentzog und damit herzlich willkommen zu Mario & Rabbids Kingdom Battle, ein Let's Play, was ich im Voraus aufnehme. Wir haben heute den dritten Tag des Gratis-Spielens, weil ich am zweiten komplett alle war, habe ich leider da nichts aufgenommen. Und ja, wir konzentrieren uns heute speziell nur auf den ersten Boss in diesem Part. Also gucken wir im Voraus lieber, was wir in der Kampfzentrale machen können. Überlegen uns eine Taktik. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Material gesammelt, können damit ein paar Sachen freischalten. Steigt den mal zugefügten Schachten weit erhöhten Position befindet. Das könnte vielleicht praktisch werden. Zukunft. Hier gibt es auch Heil-Items anscheinend. Ach so, KP auf Höhen und andere Boosts. Dafür muss ich das da unten erstmal ausrüsten. Und das habe ich noch nicht, also muss ich noch bei Mario sparen. Rabbit Peach brauche ich in diesem Kampf nicht. Obwohl, sie ist ein Heiler. Allerdings warte ich da eher auf Peach, die ja ein bisschen braucht, aber... irgendwie schaffen wir es schon. Dann Luigi. Der hat nur 10 Punkte leider. Damit kann er seine Besucher nicht bekommen. Aber Luigi kann ich den Teamsprung auf 2 Helden geben. Das könnte mit seiner Sniper-Fähigkeit sehr praktisch sein. Okay. Haben wir Geld für eine neue Waffe? Vielleicht. Im Moment haben wir 30 Chance auf Feuer. Hier ist 50% auf Feuer Chance. Natürlich interessant. Was ist bei Luigi? Nur Sprung. Bei Peach brauchen wir nicht. Dann hat Rabbit Luigi diesmal den Jackpot abgeräumt. Aber... gegen Hopser 30%. Ach so, ich habe 30%. Hier habe ich mehr Feuerrate und Trefferschaden. Aber wiederum keine Chance auf 30% gegnerischer Hopser. Ach, ich kann es mir gar nicht leisten. Mir fehlen 2 Münzen. Immer diese kleinen Beträge. Na gut, dann versuchen wir halt unser Bestes. Und versuchen den Boss zu besiegen. Lasst ihn in Ruhe. Ich sehe doch, was hier los ist. Ihr wollt die Spezialtalente dieses Burschen für euch selbst haben. Nun, ich habe ihn zuerst gesehen. Er gehört mir, samt seinen Talenten. Glaubst du, ich nenne dich... Spawny. Willst du mir helfen, diesen Schwächlingen eine Lektion erteilen, Spawny? Mein Papa wird beeindruckt sein, wenn er aus seinem Urlaub zurückkommt. Schlechte Entscheidung, Spawny. Und nun, Mario, du musst nach all den Kämpfen noch ziemlich erschöpft sein. Nimm das! Es wird dir die dringende... Energie zurücknehmen. Bevor ich gehe, möchte ich Spawny und euch noch einen neuen Freund vorstellen. Er ist der Oberaffe in der Gegend. Rabbitcorn. Völlig Banane.
Da ist er. Die Fusion aus Rabbit und Donkey Kong. Und eine Menge Gegner. Warte, er greift sofort an. Aua. Er durfte sofort angreifen. Was sagt man dazu? Da müssen wir wohl richtig taktisch vorgehen. So viel ich weiß, müssen wir auf diesen... Also, das ist der einzige Boss, den ich noch richtig im Kopf habe, neben einem weiteren. Wo ich jedoch sein Kampfschema nicht mehr ganz weiß. Und zwar, hier muss man auf die Plattform treten und seine Heilung wegnehmen. Aber er wird hin und wieder mal wegspringen. Wenn ich mich richtig erinnere. Also, ja. Müssen wir gucken, dass wir es irgendwie schaffen, uns gut hier durchzuschlagen. Erstmal den Ziggy rausnehmen. Oh, war sogar Honig. Okay, dann Rabbit Luigi. Ram. Auch hier hin. Natürlich bin ich jetzt doof platziert für Rabbit Donkey Kong, aber ich glaube, der ist gerade eh mit den Bananen beschäftigt, wenn ich mich recht erinnere. Der Vampireffekt ist auf jeden Fall sehr praktisch bei Rabbit Luigi. Luigi kann ja auf zwei gleichzeitig springen. Und leider keine Stampfattacke durchführen. Damit bleibt der leider stehen. Aber er hat Tinte abbekommen. Nein, er ist K.O. Man kann nicht auf ihn ziehen, leider. Boah. Oh nein, Luigi ist in Abseits gelandet. Aber wir können Luigi nutzen, um weiterzukommen. Vielleicht sogar auf die Plattform. Leider nein. Okay, setzen wir uns erstmal schützend hin. Hier sind auch eine Menge Münzen gelandet. Ja, er wird sich gleich wieder heilen. Deswegen bringt das nichts. Wir müssen erst seine Heilung wegnehmen. Ja, und Rabbit Luigi kommt nicht in die Nähe. Kann die ganzen Münzen eigentlich einsammeln. Immerhin haben nur zwei Münzen eigentlich für die neue Waffe gefehlt. Bring Luigi hier hinter den Klotz in Sicherheit. Die Unzerstörbaren kann er nicht zerstören. Aber ich muss irgendwie zur Plattform. Ja, Rabbit Luigi wird leider erwischt. Nur die silberfarbenen Kanten werden nicht zerstört. Ja, Rabbit Luigi kriegt leider eine Menge ab. Luigi kommt nicht hin. Kommt Mario hin? Auch nicht. Und er kann auch nicht springen. Das darf doch nicht wahr sein. Ist, wenn ich Mario hier hin platziere, dann Luigi nehme im nächsten Zug. Nein, Mario wird erwischt. Das darf doch nicht wahr sein. Eigentlich hätte ich auf Mario springen können, hinzukommen. Na gut, andere Taktik. Ich muss irgendwie mit Luigi da hinkommen. Und so schaffe ich's. Tschüss, Bananen. Na, wie gefällt dir das?
Erste Tinte. Jetzt die Supersicht zu aktivieren. Könnte was nützen, je nachdem wie er sich bewegt. Ich hoffe, es funktioniert auch wie geplant. Denn ansonsten... Au. Ich weiß ja nicht, ob er einen zurücksteuern kann. Herbekon ist halt der bekannteste Boss. Er ist nicht im Radius, glaube ich. Ja, ich kann nur schießen. Er hat genug. Er springt hier rum. Zählt allerdings der Schussradius für den Angriff. Nein! Oh. Und er bekommt natürlich neue Bananen. Wir müssen auf die nächste Plattform irgendwie kommen. Der Zug ist leider vergeigt. Die Gegner tauchen jetzt erst auf. Die beiden bekommen leider ziemlich ab. Und Luigi ist ins Abwärts gefallen. Also Rabbit Luigi. Sprung. Hasen. Okay, wir haben wieder eine Menge Münzen. Die wir auch brauchen. Aber da er schon eine Menge Blöcke entfernt hat, haben wir einen kleinen Vorteil. Wir können uns gut dahinter verstecken. Und er brennt, er brennt, er brennt, er brennt, er brennt. Nein, Luigi, möchte ich jetzt gleich einsetzen? Denn wenn ich es richtig mache, könnte er gleich auf die Plattform springen. Okay, Heldensicht bringt nur was gegen dieses Springer. Ja, ich springe auf ihn. Dann auf Mario, aber es reicht leider nicht, um ihn zu erwischen. Schade drum. Es war ein Versuch wert. Aber wenigstens können wir einen der Springer loswerden. Erstmal kriegt Luigi natürlich ein bisschen Schaden. Aber er kriegt auch. Und sogar Honig und klebt fest. Perfekt, er konnte nicht abhauen. Und der DK hat nicht angegriffen. Das heißt übersetzt. Bye bye Bananen. Ins Gesicht. Auf den Boss natürlich. Feuer frei. Reicht das schon? Oder springt er nochmal? Es sind ja drei Gitter da. Er springt nochmal und Luigi wird ins Ausspringen. Allerdings der eine klebt zum Glück. Ah, aber er ist auch ins Ausgeflogen. Wie viele Bananen kann man haben? Heute, wo ich das übrigens mache, wird entweder ein Livestream sein oder der dritte Part erst hochgeladen sein. Und jetzt im Thema Reichweite ist halt Mario am nächsten. Ja, der Rest kann leider nicht.
müssen einmal den Spawn-Glider abbekommen. Und ich glaube, da kommt ein Panzer. Oh nein, Luigi ist echt geschwächt worden. Ja, der ist jetzt natürlich echt blöd. Den können wir gar nicht gebrauchen. Ich dashe ihn kaputt. Versteck mich dann hier. Versuche auf den großen Brocken zu schießen. Geht nicht. Dann dahin. Hier sind noch überall Münzen. Sammle ich mal kurz mit Mario ein. Der Brocken muss weg. Was ist, wenn ich meine Sonne dahin schicke? Klappt nicht. Ich habe meine Heldensicht wieder. Ich mach die Heldensicht und schieße. Er hat Tinte drauf. Eigentlich müsste er nicht so gut sehen. Das heißt Doppeltreffer. Geht er jetzt mehrere Schritte? Zum Glück nicht. So, und jetzt ist er aus dem Feld heraus. Bisschen. Mario wird dann nicht gut geschützt sein, aber trotzdem will ich die Chance nutzen. Zu feuern. Um Luigi zu retten. Ah, Rabbit. Luigi kann jetzt in dieser Position schießen. Das ist sehr gut, nämlich dann rennt er von Mario weg. Und wir haben ihn weit genug durchs Feld gejagt. Super. Das ist sehr gut geklappt. Und er kann Mario nicht verletzen, das ist sehr gut. Okay, mit dem Bewegen dash ich ihn kaputt. Deaktiviere dann seine Bananen. Bye bye, Bananas. Das waren deine letzten. Der Hammer funktioniert leider nicht. Nimm das. Jump. Feuer frei. Und Ende Gelände. Das war der Boss. Jetzt macht er einen auf King Kong. Oh nein. Sie wird's tun. Naja, wir wissen ja, dass er überlebt. Diese Peitschenspitze, welche die Bestie zähmt in der Anlass der Amphosene höchst selbst. Hä? Was sagt Luigi da im Hintergrund? Das ist ja echt creepy. Ich versuche ihn im richtigen Moment gerade irgendwie zu erwischen. Ich hoffe, ich erwische ihn im richtigen Moment.
Komm, noch einen Versuch mache ich. So, irgendein gutes Bild muss ich wieder beim R haben. Ladies and Gentlemen, es ist ganz klar, dass wir Spawny aus den Clan von Dr. Junior befreien müssen. Bevor er für immer zerstören kann, was das Pitching-Reich übrig ist. Dieser Luigi mit der Gottes Creepy. Ist das Luigi? Sieht aus wie der Luigi. That's der. Luigi? Ich würde sagen, wir ziehen uns ins Pilzpalast zu beraten zurück. Wo wir die Lösung einer sicheren und friedlichen Umgang arbeiten. Mit anderen Worten, auf geht's. Und wir haben es geschafft. In 8 Runden. Das ist sogar Gold. Kampfzentrale Laborium, also Team Hanshi. Deine Helden haben jetzt mehr Kraftpunkte. 6 neue Waffen verfügbar. Okay. Gewinne extra Münzen. Bereits abgeschossen Kapitel verbessert deine Stufen extra Münzen zu bekommen. Ultragärtenprüfungen. Ja, die machen wir nicht. Kampfmodus bereit. Koop-Prüfungen verfügbar. Okay. Alles klar. Interessant, die Rabbits haben unseren letzten Besuch etwas Neues gebaut. Meine Sensoren sagen, dass dieser Ort voll von Freundschaft, Zusammenarbeit und stundenlangen Spaß. Wir sollten da ansehen. Ehrlich, ich habe ein ganz gutes Gefühl bei der Sache. Lass es uns ansehen. Habt ihr gesehen, dass sich jetzt bestimmte Blöcke bewegen? Ich wusste, dass ich stärker bin, als ich aussehe. Mit dieser Fähigkeit bin ich in der Lage, völlig neue Gebiete innerhalb des Königreichs zu erreichen. Oh, jetzt gibt's Schiebepuzzle. Oder die uralten Genten zurückzukehren und dort unzugängliche Gebiete zu erkunden. Die Rebels haben die Kanone so verbessert, dass wir nun aussuchen kann, wohin man geschossen wird. Die Qualen zuvor wurden Bowser Jr. zuletzt dabei beobachtet, wie er sich in Richtung Sobolweste aufmachte. Holen wir uns Sparky zurück. Spawny zurück, Entschuldigung. Bewegen freigeschaltet. Eieiei. Wie haben die Toilette dahin bekommen? Bitte beeil dich, Mario. Bowser Jr. wird die Hindernisse schlimmer. Eieiei. Wie es aussieht, haben die jetzt eine Toilette gebracht. Na gut, dann schauen wir uns noch die Freundes-WG an. Dafür ist noch ein bisschen Zeit. Komm in der neuen Folge der Freundes-WG. Mit einem typischen Rabbids-Bildschirm. Gesteuert ein Freund, ein Team aus 2 Helden und gemeinsame Kampagne viele Prüfungen anschließen. Achso, das ist so eine Challenge. Ja, das machen wir nicht. Nur Hauptgame, habe ich ja gesagt, schon im Voraus. Da klebt jetzt auch ein Pilz dran. Ans Schloss. Wird sich wohl immer wieder verändern, das Schloss. Ich guck mal, ob wir jetzt irgendwo hier noch auf der Kiste eine Overworld-Kiste finden. Ah, Bingo. Ah ja, klar, dass das war. Ich drück doch schon. Ich drück A. Bin ich. So, da muss noch was gemacht werden vorher. Alles klar. Als ob das Quietschhähnchen jetzt hier ist. Irgendwo scheint man sicher irgendein
ein schlechtes Gedächtnis zu seinem entlaufenden Quietschähnchen. Moment mal, sag jetzt nicht, die Toilette im Schossgraben ist dieselbe Toilette mit dem Quietschähnchen, in dem dieser Rabbit geduscht hat? Oh. Da kommt mir gleich meine Melone hoch, die ich vorhin gegessen habe. Zeitmaschine. Was haben wir hier? Wow! Ein geheimes Item! Ein Soundtrack! Sigi-Schlacht! Ja, und die Wüste ist jetzt verfügbar. Hier ist irgendwas Neues. Aber darum kümmern wir uns erst im nächsten Part. Damit danke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst da und bye.